Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier auf Zockerpuls. Und was spiele ich denn da? Was für ein Fürstlück ist es? Es ist tatsächlich Mafia 3, die Definitive Edition. Die kam einfach so heute im Shadow Drop. Typisch Stadia halt. So wie schon einige Games, auch im letzten Monat Ark und so weiter, einfach so im Shadow Drop. Da wartet man so auf die Ankündigung am Dienstag. Was gibt's denn so Neues im Oktober? Und dann, ja, Control Megas scheint ein guter Monat zu sein. Und dann am 1. Oktober guckt man und will man die ganzen Games claimen und sieht Mafia 3 ganz ohne Ankündigung. Ja. So ist Google Stadia. Und dann neben dem hat Google Stadia noch weitere Angebote. Deswegen checkt gerne mal unsere Website aus. Dort erfährt ihr alles. Kommt heute noch im Laufe des Tages, wie zum Beispiel, dass ihr quasi wieder eine Premiere Edition gratis abstauben könnt, wenn ihr ein Spiel für 59,99 kauft. Also beispielsweise ab 59,99. Also kauft ihr beispielsweise FIFA 22, was es aktuell gibt, dann könnt ihr noch gratis einen Chromecast und einen Controller, einen Google Controller abstauben. Und genau, oder halt noch viele andere Spiele. Red Dead Redemption kostet 59,99 und so weiter. Also es sind echt gute Angebote. Jetzt lasst uns ins Game reingehen. Und zwar in, ja, Mafia 3. Mafia 3 spielt in einer fiktiven Version des US-Südstaaten der US-Südstaaten im Jahr 1968. Unser Ziel war es, eine packende Erlebniswelt zu erschaffen, die damals herrschende. Okay, ist ein bisschen schwierig. Wir finden die rassistischen Ansichten, Äußerungen, Taten einige Charaktere verabschieden. Okay, das ist klar. Also, ja, das geht halt um die Story von Lincoln, den wir haben. Ich habe übrigens Mafia 3 auf der PS4 gehabt, aber nie richtig gespielt, weil ich dann keine. Nicht die Zeit hatte. Mafia 1 und 2 habe ich durchgespielt. Ich an als alle Kriege und Naturkatastrophen miteinander. Lincolns Mutter verließ ihn so ungefähr gegen 1947. Das war etwa 2 Jahre nach seiner Geburt. Seine Mutter war Dominikanerin. Ich dachte immer, sein Vater war ein Weißer. Vielleicht Italiener, aber das war egal. Wer damals auch nur ein bisschen schwarz aussah, war eben ein Schwarzer. Wie heute auch noch, nehme ich mal an. Er blieb im Waisenhaus bis etwa 1958. Wann haben Sie Lincoln Clay kennengelernt? 1966. Ich habe aus Laos Geheimoperationen für die CIA geleitet. Er war eine Leihgabe von einem Sonderkommando von CIA und Pentagon. Er war ein ruhiger Junge. Ein braver Kerl. 2 Verwundetenabzeichen, eine Tapferkeitsmedaille und eine für besondere Verdienste. Er hat sich für dieses Land außerordentlich verdient gemacht. Nach der Schließung des Waisenhauses schloss er sich Sammy Robinson an. Sammy war der Chef der schwarzen Mafia in Delray Hollow. Ich war davon natürlich nicht gerade begeistert, aber für schwarze Jungs aus dem Waisenhaus gab es damals nicht viele Möglichkeiten. Wenn man Jungs wie Lincoln allein lässt, dann suchen sie ein Leben lang ein Zuhause. Suchen nach einem Platz, wo sie hingehören. Er hat wohl gehofft, dass er den in der Armee findet. Doch dann
seiner Entlassung hat er irgendwie den Halt verloren. Als er aus dem Krieg heimkehrte, zog es Lincoln wieder zurück zu Sammy. Sammy schuldete der italienischen Mafia eine ganze Stange Geld. Und er brauchte Lincolns Hilfe. Eine Schande, was da passiert ist. Es bricht mir das Herz. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Echtes Geld zu benutzen, um die Federal Reserves zu beklauen. Scheiß drauf, Mann. Ist doch nicht unser Geld. Das kam alles von Scaletta. Außerdem ist es nichts im Vergleich zu dem, was wir da holen. Ist das alles, was wir verbrennen müssen? Ja, alles klar. Schnapp dir die Schlüssel für den Laster, damit wir abhauen können. Okay. Besorgt dir den Schlüssel. Ja, Leute, besorgt dir den Schlüssel. Ich spiele mit Maus und Tastatur, das ist ein bisschen ungewöhnt, das Game normalerweise. Aber ich habe eigentlich Mafia 1 und 2. 2 weiß ich gar nicht. 1. Auch am PC gespielt. Aber er rennt irgendwie nicht. Aber wahrscheinlich kann er gerade nicht rennen. Die Schlüssel. Wo sind die Schlüssel? Hier, okay. Kann auch gerne ein bisschen schneller laufen. Okay. Ich habe es ein bisschen heller gemacht. Ich weiß, die Atmosphäre mache ich vielleicht so ein bisschen kaputt. Aber ja, sonst erkenne ich viele Sachen nicht. Ups. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so liegen lassen sollten. Okay, die Schlüssel habe ich geholt. Warum steht die Y? Okay. Z ist Y übrigens, falls ihr das auch selber spielt. Also ich müsste Z drücken, um ihn hochzuheben. Also es stand Y da, aber Z, das ist wohl englische Tastatur. Also für alle. Was ist mit ihm? Oh. Ne, Q ist das. Oh. Okay, da stand nicht, was ich mache mit dem Knopf. Ich dachte, wenn ich kann selber schießen. Du hast die Schlüssel, also setz dich ans Steuer. Okay, ja, mach ich. Okay, ich spiele doch ganz schön brutalen Typi. Wie komme ich denn in den Panzerwagen rein? Ist hier eine Tür? Ja, das ist eine Tür. Oh, ich denke, das Game wäre doch mit einem Controller doch nice, aber ich bin jetzt hier schon auf Maus und Tastatur, deswegen, aber ich empfehle es euch. Jeder hat sich, was ihr gewohnt habt, wenn ihr eh schon auf dem PC immer gewohnt seid, dann spielt es mit Maus und Tastatur, sonst, das ist ja das Gute an Stadia. Ihr könnt mit dem spielen, was ihr wollt, mit dem es ihr gewohnt seid. Manche Spiele empfehlen sich halt mit Maus und Tastatur, wie jetzt Rainbow Six Siege oder sonstige Shooter-Games. Aber so Sachen wie Mafia, Watch Dogs habe ich sogar mit Maus und Tastatur. Ich empfehle euch da auf jeden Fall Controller. Aber könnt mit dem zocken, mit dem ihr es besser findet. Wozu das Risiko? Außerdem, meine Erfahrung aus Namen sagt mir, wenn du einmal die Seite. So Leute, wundert euch nicht, ich habe die Musik ein bisschen runtergestellt. Hör zu, Mann, ich bin Steuerzahler. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo mein Geld bleibt. Ach, Giorgio Marcano zahlt Steuern. Ja, verdammt, mache ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Und kriege ich jetzt eine Antwort oder was? Ja. Die waren an der Küste bei Guanai, haben die Zivilisten evakuiert, bevor Charlie alles überrannt hat.
Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff. Da kommt diese Frau. Auf dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie einen Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beiden mitnehmen. Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem, das Kind zu retten und schreit die Frau an, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Herr im Himmel. Herr Mann, du hast gefragt. Hart. Ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben oder sowas. Ja, aus Erfahrung kann ich jetzt sagen, das stimmt leider nicht für jeden, aber... Das ist ihre Schuld. Die Zustände da drüben, das war die Hölle. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder. Und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergebombt. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Okay. Okay, Leute. So viel dazu. Also das Spiel läuft butterweich, natürlich hier auf Google Pro mit 4K. Und ja, es ist echt erstaunlich, was Stadia so alles an einem Tag veröffentlicht. Also da sind mehr News als von anderen in einem ganzen Monat, Leute. Also so viel zum Thema Google Stadia ist tot. Okay, okay, das war nicht so. Also, wie gesagt, das war Person. Wir kriegen die Bullen an den Hals, wenn du Leute überfährst. Okay, okay, ich mach's nicht mehr. Also. Jedenfalls, das Wachpersonal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du da mit deiner Knarre aufkreuzt. Ich lass sie einfach unter dem Sitz. Okay. Also bei Mafia 1 und 2 weiß ich, ich dürfte auch nicht über Rot fahren. Wenn das die Polizei gesehen hat, konnte ich auch nicht. Okay, Explosion ging auf jeden Fall sehr leicht. Auf jeden Fall, das genau zum Spiel war es ja ein First Look. Es funktioniert butterweich. Deutsche Sprachausgabe, wie ihr seht. Ich kann natürlich auch Sprache einstellen am Anfang, falls ihr euch lieber Atmosphäre im Originalen, im Englischen oder so. Fahrt hinten zur Laderampe. Top Grafik. Läuft flüssig. Ganz anders als Ark. Ja, Leute. Kann sein, dass die Jungs manchmal einen etwas rauen Ton am Leib haben. Ich bin schon öfter Nigger genannt worden. Schon klar. Nimm's nur einfach nicht persönlich, wenn ich da mitmache. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass wir an die Kohle rankommen. Okay, steigen wir mal aus. Lincoln. Jetzt wird alles anders. Okay. Okay. Ah ja, ja, wie gesagt, ich habe das Spiel nie Ding gespielt. Die Mission, die ich hier jetzt mache, habe ich sogar schon gemacht. Los geht's. Ich glaube aber, das war auch nur die. Einmal die Ausweise an die Scheibe halten, bitte. Wir sollen das Geld verbrennen. Was zur Hölle macht denn die Pissnacki hier? Positive Diskriminierung. Weiß doch, wie es ist. Das ganze verdammte Land geht den Bach runter. Okay. Du kannst mitkommen. Und du? Lad die Säcke aus dem Transporter. Du bringst sie in die Brennkammer runter. Wie viel habt ihr abgesahnt? Oh, deswegen der Anfang, Leute. Rassismus in den 60er Jahren. Und das ist leider aktueller denn je. Sehr traurig. Folge der Wache. Naja. was wir ja abziehen in dem Game, stärkt ihn halt leider. Die Schrotflinte muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Bin noch in Ausbildung. Gut. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Du kannst sie auf dem Weg nach draußen wieder abholen. Die Brennkammer ist unten im Keller. Hier lang. Euch lange nicht gesehen in dieser Gegend. Ich war eine Weile drüben in Georgia. Er ist gerade aus der Army raus. Mein Cousin versucht seit über einem Jahr hier einen Job zu kriegen. War für 2 Touren in der Navy, hat Orden bis zum Umfallen, aber die Regierung sagt ihm, danke, aber nein danke. Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe. Schon traurig, wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der reinstolpert, sofort eingestellt wird.
Oh Mann. So funktioniert es halt nicht, Junge. Fummelt lieber nicht aneinander rum da hinten. Hurensohn! Scheiße, sieh dir das an. Wow. Hatte ja keine Ahnung, dass das so viel Gold ist. Washington hält es immer in Bewegung wegen des Kriegs. Mal ist es hier, dann wird es nach Dallas geschickt, kommt wieder zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Also. Da sind wir. Jetzt verbrennen wir Geld. Auf dem Tisch, okay. Ich kannte das hier gar nicht. Hätte es mir größer vorgestellt. Läuft wie am Schnürchen. Es gibt nur dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Scheiße, ist das eine Hitze hier drin. Früher haben wir Kohle verfeuert, aber vor einem Jahr oder so sind wir auf Öl umgestiegen. Gibt eine gleichmäßigere Flamme. Da kam so ein... Okay, ich hatte gedacht, er wirft ihn jetzt da rein. Was war dieser Kerl ein Arschloch? Wir müssen los. Danny und Alice sind jeden Moment da. Gib mir eine Sekunde. Kann ich ihn da reinwerfen eigentlich? Nope. Kümmere dich um die Wachen. Und halt den Arsch unten, nicht, dass die uns dran kriegen. Ich weiß, was ich mache, verdammt. Okay, hier ich hocken. Kümmere dich um die Wachen. Okay, da vorne ist eine. Da, ja, die müssen wir mit Q hinbekommen, oder? Ich hab doch unser altes Haus vermietet, weißt du noch? Hab da gestern Abend angerufen und denen gesagt, ich wollte das Haus verkaufen. Und sie müssten in zwei Wochen raus. Hat er eigentlich mit ihm geredet? Nichts gesehen? Stranger Typ. Nehmen wir mal die Waffe. Ich hab ihn! Wow. Versucht zu fliehen. Oh. Okay, was war denn das? Ich habe oh, ich habe Munition geholt, aber ich hätte wohl da nicht hinstürmen sollen. Habe ich keine andere Muni? Das ist ein scheiß Überfall. Ich hole Hilfe. Moment mal, der Junge dort zum Haus, wie unser Verdächtiger. Da ist der. Auf ihn! Ah! Oh! Gib
Vielleicht kann ich ein bisschen Ding wegen Muni. Ich habe nur 8 Schuss. Okay, 5 Schüsse noch. Okay, den habe ich. Ich habe noch 3 Schüsse. Okay, das ist 2 Schüsse. Ich will keinen. Okay, den hab ich. Der Wichser will sich mit uns anlegen. Dafür bekomme ich eine Beförderung. Und dann hier vorbei müssen, um euch zu kriegen. Schnappen wir uns die Scheine. Jetzt bekommst du. Oh. Okay, ich hab's schon. Okay, Waffe schnell. Ja. Noch ein bisschen Munition noch sammeln. Ich glaube, da ist keiner mehr, oder? Da sind noch Leute. Okay, Mausrad wäre besser für Waffenwechseln, aber okay. Verdammt, da haben wir voll in ein Wespennest gestochen. Haben wir doch geschafft. Unsere einzige Möglichkeit hier rauszukommen. Spring du die Tür auf, ich gebe uns Deckung. Mein Dad reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Geh auf! Verdammte Scheiße! Mit dem Scheißteil. Hey, lass mal mich ran. Oh, der sieht ganz schön mitgenommen aus. Okay, brechen. Schritt 1. Das Schloss freilegen. Drehe Maus bis zur grünen, bis zum grünen Bereich. Drücke dann linke Maustaste. Okay. Schritt 2. Das Schloss knacken. E drücken, wenn die Anzeige im grünen Bereich ist. Okay, das sollte man doch hinbekommen. So, hier. Hab ich richtig gemacht, oder? Ja. Sehr schön. Rauch, welcher Rauch? Hab wesentlich Schlimmeres erlebt in Nahm. Das hier ist doch Kinderkacke. Bleib nah am Tresorraum, achte auf den Bohrer. Ich kümmere mich um diese Arschgeigen. Er steht bestimmt nicht wieder auf. Schlage vor, dass wir weiterkommen. Sammy hat seine Jungs überall gehabt. Einer hat in der Reinigung gearbeitet und die Uniformen beschafft, die Georgie Marcano und Lincoln am Tag des Überfalls getragen haben. Ein anderer war Hausmeister bei der Federal Reserve Bank und hatte eine Planskizze geliefert. Der Überfall auf die Federal Reserve Bank war perfekt getimt und wäre völlig unmöglich gewesen ohne die Mitwirkung von Sammy Robinson, Lincoln Clay und dem Rest der schwarzen Mafia. 20. Februar 68, eine Woche vor Mardi Gras. Okay, ich hätte gerne noch, aber... Okay, Clay. Durch aus Vietnam zurück? Ja, wieso? Ich war ein Marine im Pazifik. Ich sag dir jetzt mal was. Du bist zwar daheim, aber noch nicht zurück. Verstehst du? Geht es jetzt gerade zurück? All die Menschen hier, die kapieren das nicht. Werden sie auch nie. Hey, sieh zu, dass du sauber bleibst. Okay. Ist der Mafia gewesen und hat mich abgeworben, oder? Entschuldige die Verspätung. Ich stand auf der Brücke im Stau. Kein Problem. Verzeihung, Sir. Ich suche meinen Stiefbruder Lincoln Clay. Wo ist er?
Früher bist du bei der kleinsten Verspätung ausgerastet. Du blödes Arschloch. Oh, so kenne ich dich. Wie war die Reise? Ach, weißt du, das erste Mal seit 4 Jahren hat mir keiner gesagt, wo ich hin soll, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Das war der Knaller. Wie geht's denn deinem Alten? Mann, fang bloß nicht mit Pops an. Der muss endlich mal seinen Arsch hochkriegen. Also ist ja alles wie immer. Ich sag dir, du hast keine Ahnung. Mann, oh Mann. Scheiße, Alice. Sieht spitze aus. Ja. Wie ich ihn hinterlassen habe. Wird mich nie trauen, mit deiner Karre Scheiß zu bauen, Mann. Dann mal los. Fahren wir nach Hause. Fahren wir nach Hause. Ich denke... Okay, jetzt ein wenig Action. Das wäre die nächste Mission. Ich fahre noch ein bisschen hier rum, damit ihr mal so sieht und euch einen Eindruck vom Spiel machen kann. Wow, wow, das Fahren macht mega Spaß. Okay. Bisschen schwieriger. Wie gesagt, Fahren ist so auf jeden Fall mit dem Controller besser als mit Maus und Tastatur. Sag mal, das ist kein Kratzer, aber... Aber es ist das Stiefbruder. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht sein Vater ist. Es ist sein Stiefvater. Oh. Okay, die Polizei greift mich an, wenn ich im Sichtbereich bin. Schnell weg. Aber da lang muss ich gar nicht. Aber fahren wir mal einfach über die Brücke. Ich habe ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls vor einem Monat kriege ich Post von Ron und Mart. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für ihr. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt. Geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine 3 Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir Jay Edgar an den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob die überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Age ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit dem Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Self sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Walk. Georgies Onkel Lou hält das Maul. Scheiß drauf, ist deine Karre. Fahr sie ruhig zu Schrott. Wo war ich gerade? Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm sein Anker geben. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber Age... Hey, Mann, sei vorsichtig! Jedenfalls, wie ich schon sagte, ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber Age ist kein Spiel. Mach doch mit! Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch 3 teilen. Weiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Ja, gut. Schon klar. Es beginnt immer mit den Drogen. Drogendealern. So beginnt es in Mafia. Also ich gehe mal davon aus, dass ich habe jetzt den Zeitstempel nicht gesehen, aber er ist jetzt aus dem Militär gekommen, oder? Bei Mafia 2 war das ähnlich. Er ist auch im Militär gekommen. Da hat man ja sogar Missionen gehabt im Militär. Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Diese Frau hat die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. Die waren wie 2 Kartoffelsäcke mit nichts drin. Na klar, zufällig. Hey Mann, fick dich! Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Regine. Regine? Glaub mir, wenn du die siehst, willst du gleich loslegen. Ist das so? Die Hälfte der Jungs aus dem Hollow kleben an ihr dran. Wollen mit ihr ausgehen. Holen sich alle einen Korb. Sie hat bloß Augen für dich, Lincoln Clay. Fick dich!
Warte ab, Mann. Sobald du sie siehst, steht er dir wie eine Eins. Ja. Cool. Also Mafia, diese Story, was ich auch cool fand, ich weiß nicht, ob ich, also Teil 1 und 2, so diese Verbindung, es gab ja eine Verbindung, auch wenn es immer Zeitsprünge gab, und ich bin gespannt, ob es auch bei Mafia 3, deswegen bitte nicht spoilern in den Kommentaren, eine Verbindung gibt. Ich glaube, weiter habe ich es auch nicht gespielt, ich habe letztens, deswegen, ihr habt quasi jetzt so viel meinen First Look auch geliebt, was ich damals auf der PS4, aber das ist natürlich Stadia, und ich merke keinen Unterschied, ich sag ja so, ich sehe keinen Unterschied, ob ich jetzt auf dem PC ein Game zocke, ob ich auf Stadia zocke oder ob auf der PS4 zocke, außer dass ich kein Lüftergeräusch habe oder irgendwas heiß wird oder eine fette Grafikkarte brauche oder sonst was. Wie gesagt, mein PC kann das alles. Ich könnte die Games auch auf dem PC installieren, aber ich habe keine Lust auf Installs, ich habe keine Lust auf Updates oder sonst was und zock gerne auf Stadia, das sind wir beide. Deswegen checkt auch gerne mal unseren Podcast ab. Wir probieren hier regelmäßig und werden wahrscheinlich auch über diesen Shadow Drop uns unterhalten. Nicht nur das, wir wollen auch eventuell noch über ein paar andere Sachen. Free Guy wollen wir uns eventuell auch reden, weil das passt ja auch zu Gamer, falls ihr den gesehen habt. Und ja, deswegen checkt mal ab. Abonniert uns, wir sind kurz vor 17.000, glaube ich, 17 oder 18, ich weiß nicht. Wir sind kurz vor 17.000, deswegen bitte helft uns, die 17.000 voll zu machen. ihr seht das wahrscheinlich nicht, vielleicht steht bei euch schon 17.000, weil ja YouTube das ein bisschen rundet, nur wir sehen die genauen Zahlen. Deswegen, checkt aus, schreibt Kommentare, was ihr davon hält, was sagt ihr zu diesen Shadow Drops, was sagt ihr zum krassen Premiere Edition Angebot, also wenn ihr wirklich gerade ein Game kaufen wollt, FIFA, kauft das jetzt bis Oktober oder Red Dead Redemption oder sonst was, und ja, macht's gut, macht's besser, bis zum nächsten Mal, ciao, euer Sammy von Zockerpuls.